Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Hallo meine lieben Freunde. Hallo liebe Freunde des eingefleischten Steakhouses und willkommen zurück mit den Verbliebenen bei Let's Play WoW 3Ms mit Kühen. Ja, so. Genug getanzt. So, müssen wir eigentlich hin. Wir haben letztes Mal, noch einen Kuh folgen. Welche dann? Der Nackenkuh hier. Achso, wir haben letztes Mal noch ein paar Minuten weiter gezockt, weil wir gerade sonst nichts Besseres zu tun hatten. Ach ja, der Manuel rennt schon wieder so weg. Stimmt ja gar nicht. Ja, eh. Was ist eigentlich? Ich frage mal wieder gekonnt in die Runde, was müssen wir eigentlich machen bei dem Quest jetzt? Hey, das ist mein Job. Zu fragen, was wir Sinnloses zu tun haben. Wir müssen Geisterbeuteln beruhigen. Geisterbeuteln? Hatte ich gerade gelesen, sorry. Ja. Und darum hast du es auf arme Ebenenschreiter abgesehen. Ja, die geben Lieder. Echt? Ja, jetzt fängt das wieder an. Yep. Kurs! Ja. Kurs! Dodos, ein Level 11! Den machen wir platt! Was? Ja, das Level 11 Vieh. Dass ich verfehle? Ju! Jop. Mach das Blatt! Ich loote es und du bleibst hier. Irgendwie da hinten. So. Ich hab leider noch keine Tank-Spezialisierung. Warum nicht? Weil ich noch nicht Level 10 bin. Ach, Mann. Warum nicht? Richtig. Weil ihr dumm seid und nicht hinterher kommt. Warum? Aufs Maul. Hier, ich habe eine super coole Idee. Eine super coole Idee? Ja, ja, die ist erstklassig. Wie wäre es denn, wenn wir auf einen indischen Server wechseln? Warum? Oh. Achso, Kühe-Heldig, check. Ja, genau. Da müssen wir aber alle Paladine spielen. Da wären wir ja hier die Herrgötter. Ne, ich spiel den Priester. Wieso das? Das Taubenkuh. Eine heilige Taubenkuh. Eine heilige Taubenkuh. Ah, doppelt hält besser. Stirb. Jetzt hab ich da Leder liegen lassen. Ja, gar nicht. Wieso lässt du Leder liegen? Yeah. Und wieso blinkt mein Handy? I don't know. Can you repeat the question? Ach, ich hab eine E-Mail. Aber das wird wahrscheinlich einfach nur YouTube sein, die mir mitteilen, dass mein Video bei YouTube hochgeladen ist. So. Yes. Kann auch sein, dass es Blizzard ist, dass du die Dings gekauft hast, dass du... Reaper of Souls? Genau. Nee, die kam schon an. Achso. Tenku heil. Tenku heil? Wow. Wollte eigentlich sagen looten, aber ja. Ich hab eigentlich gelootet. Ja, passt schon. Komm, der Hund war wieder zu schnell. Komm, wir müssen hier mal ein bisschen was reißen. Ja, dann schneller. Ja, schneller war nicht in dem Sinne gedacht, dass du dich vorwärts wegrollst. Ember doch. Attacke. Haben wir so schlecht seitwärts wegrollen? Wieso? Ah, geht doch. Wieso kommt mir der Spielesound schon wieder so unendlich laut vor? Yes, no, maybe. So. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. And you. Keine Ahnung. And we not so. Ja, genau. So, jetzt machen wir hier einen auf Trommeln, ne? So. Gültiges Ziel. Ich wollte ihn eigentlich beruhigen und der ist jetzt total. Nee, ja, nicht. Hi. Hi, so, komm, ihr alle. Ich wär's so lustig, wir werfen mit Trommeln nach Erdgeistern und die sind ganz gechillt. Hey, ja. Achso, ups, das war ja gar nicht unserer. Nehmen wir den noch. So, ich glaube mehr. Ach, haben alle. Gut, da können wir wieder gehen. Dann mach mal da oben die 2. Die 1, so. Ja. Ja, Pirscher und Puma klauen. Genau, bei mir ist es die 2, weil ich eine andere Quest habe als ihr. Haha. Hä? Questreihenfolge. Also. Ich habe eine andere Quest, die ihr nicht habt. What the fuck? Er muss doch abledern.
Ich muss noch ledern, aber ich mach die Quest eh nicht, also von dem her. Achso. Ja. Du musst noch kledern, da lehnen sie ab. Boah, kein Mensch. Doch, haben wir's haben. Haben wir's haben? Hauptsache eine Quest im Inventar, ne? Genau. So, und. Ah, Blümchen! Blümchen! Lass es liegen. Nein! Die brauch ich! Ich bin doch ein Hippie! Hippie, Hippie, ja, ja, Hippie, Hippie, yeah! Ich denk mir alles, warum pinkt denn das Ding auch, wenn ich jetzt stehe? Warum pinkel ich, wenn ich stehe? Nee, warum mein Schatzgoblin pinkt. Also. Münzen verliert. Weil Mark dasselbe Ding hat wie ich. Ja! Ich bin ein billiger Nachmacher. Ja, ich merk's. Sind wir es anders gewohnt? Nein. Ja, Mark, hast du das Geflügel auch in Diablo? Was? Ja, Geflügel. Die habe ich erst heute bekommen. Ah, okay. Oder gestern. So. Was hast du da bekommen? Die Flügel. So, die Flügelchen. Genau, die habe ich erst gestern oder vorgestern bekommen. Ja. So, ob du das nicht abhebst. Nee, ich bleib nur auf dem Boden der Tatsachen. Ach, leider. Manchmal. Wegentlich. Da hinten ist der Stalker. Der Präriepirscher. Stirb. Level up. Reset. Penner. Da 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 da. Hey, sei du ruhig, Manu, du kannst dafür schön looten. Rauche Leder, jeden Tag rauche Leder, so viel ich mag. Leder, Leder, Leder. Der springt mich so an, das gefällt mir nicht. Was hab ich denn jetzt? Ey! Der bringt's auf den springenden Punkt, ja. Guck mal, was ich jetzt kann. Oh. Oh. Jetzt fängt's an zu wehren, oder wie? Ja, ja, jetzt fängt mich im Mark alles weg. Baloo! Super, jetzt habe ich hier einen Mops auf mir liegen, der sich lang macht, weil er pennen will. Alter, grunzt. Ja, so ungefähr. Und grunzen tut er auch noch oben drauf, genau. Zum Glück habe ich aber das neue Headset, da das ist nicht ganz so empfindlich wie das alte. Ja, komm jetzt hier, geh mal drauf, du Puma, du. Puma. Hey, Mr. Schneidermensch. Ja? Hast du schon Taschen für mich? Nein. Was kannst du eigentlich? Ubi? Ja? Huhn? Fang. Fang? Ui! Ui, Zeppelin! Jawoll, Zeppelin, Spielzeug. Sinnlos sein, juhu. So, hier hat noch eine nicht gelootet, nämlich die DDQ. So. Wieso? Da ist noch eins. Jawohl, die haben wir auch. Was schön ist, das wird jetzt auch irgendwie prinzipiell größer geteilt, glaube ich. Das habe ich vorhin mit meiner Frau gespielt. Muss jeder von uns 5 Kisten eigentlich raffen. Aber als wir zusammen insgesamt 5 Kisten hatten, da war das Quest auch bestanden. Okay. Okay. Ja. Ja, bei Dings, bei Töte so und so. Achso, das sind die Klauen jetzt hier, die wir haben müssen, oder? Ja. Achso, okay. Wuhu! Komm her, du Viech! So. Ah ja! Guten! Was? Mark, du musst da hinten. Ja, hier ist noch eine. Hier ist noch eine Dings, hier ist ja noch eine. Ja, die letzte. Die letzte Pirscher, so heißt es. Ja, genau. Ich hab grad nach dem Wort gesucht. Das heißt Mu. 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 Wie ist die? Wir sind die Makler vom Planeten Makler. Wir Maklern. Ah ja. Hier auf Makler sagen wir zu allen Dingen, Gegenständen und Personen Makler. Ist es nicht verwirrend? Ach was. Hey, Makler! Ja, siehst du? So, die auch noch. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Puma-Klaue. Und dann haben wir es. Dann können wir die Quest abgeben. Banzai!
Moonfire. So, wir haben alles. Moonfire. Gucken wir gerade mal nach der Karawane als erstes oder rennen wir zurück ins Camp und geben Karawane. Da voll ab? Karawane. Seid ihr zufrieden? Ah, ich werde angemut gegriffen. Geh drauf! Geh drauf! Stirb, du Ungetier! Stirb, du unehrenhafter Wolf! Nimm dies und das! Ach, wie gesagt, ich bin immer für den indischen Surfer, ne? Oh, wie weit ist das denn? Wie groß ist denn diese scheiß Steppe hier? So groß! Schmeckt das! Noch 13 Level, dann kannst du reiten. Oder 12. Mhm. Dann lerne ich auf allen Vieren zu laufen. Ja. Nein, wir sind keine Borgen. Ja, ist komisch, gell? Lucian! Haben wir doch. Marc! Ja, ich bin hier gerade an was dran. Lucian! Wo? Manu oben. Beim Totem. Apropos Totem, ab wann bekomme ich ein Totem? Ich glaube, sobald du dich spezialisierst, oder? Ab 16. Ab 16 bekommst du erst ein Totem. Ja. Hast du eigentlich mal mitgekriegt, wie ich mein Goldkoppling genannt habe? Dazu? Ja. Wir wussten ja schon immer, dass du bei Frauen keinen Riss hast. Du hast ihn wie getauft? Schau's dir an. Schatzi. Totem! Du denn? Ach, ich komme ja schon. Ich war nur gerade so geflasht von Marks einfallsreicher Namensgebung. Das ist ja fast so schlau wie Captain Blaue Wolke bei einem Hexer. Oder halt die, Oder Himbeer, oder Bärbel. Oder Hubschraubier, versteht ihr? Hubschraubier. Ein Kracher, weil es halt ein Bär ist. Ach. Der gute alte Balo. Richtig. Nein, nicht Balu, sondern Balo. Das geht gleiche. GZ. Danke. Ach, der mag auch. Ja. Ich wollte gerade wieder schimpfen, looten. Aber dabei war es ja unser Tobi. Blümchen! Blümchen! Give me more Huhn. Wie ist mir jetzt dieses Lied eingefallen? Das ist so Asbach uralt. La Paloma Blanca. Na, bitte nicht. Wenn früh am Morgen die Werkseline dröhnt und die Sticher beim Stichen lustvoll stöhnt, in der Montage handelt die Nähe und Sonnenstrahl und der Gabelstaplerführer mit der Staplergabelfall, ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Oga! So. Ja. Ha, ja. Ich habe gerade diesen Flachland-Puma mit meinem mächtigen Hammer niedergestreckt. Mit der aufhaltbaren Macht? Ja. Ich hoffe, wenn wir... Ding hat doch Macht ihren Namen. Ja. Und aufhaltbar. Ich hoffe ja, wenn wir in die Scherbenwelt kommen, dass wir sie finden. Die aufhaltbare Macht. Mein Krieger hat sie auf der Bank. Ja. Ich habe sie mir extra auf die Bank gelegt, nur wegen aufhaltbar. Aber das Ding hat doch Macht im Namen. Yep, ja. Und aufhaltbar. Und aufhaltbar. Boah, das ist unglaublich. Was ist denn, Ronny? Meine Gebete wurden erhört. Hat er was Grünes getroppt? In den Gedärmen dieses Höllenebers hat sich soeben mein Schicksal erfüllt. Er hat was Blaues getroppt. Oder ein Epik? Seht her, bei der Macht des Lichtes, ich habe die aufhaltbare Macht. Das Ronny. Ding ist grau. Ja, aber es hat doch nach dem Namen. Und aufhaltbar. Eine der geilsten Szenen von ganz Elimania.
Was ist das denn hier? Goblins! Tötet sie! Tötet die Goblins! Alter, ich hör auf, dass du dich rund um mich springst. Was machst du da hinten? Puma töten! Gib's Leder! Alter, wir wollen hier Quest abgeben, komm bei! Ja, Scusa, komm mit Dorn. Ja, ihr seid ja nicht mehr da, um mir zu helfen, und wir sind ja viel schneller gegangen. Ja, wir sind ja schnurstracks in den Ding gerannt. Ja. Nur weil ihr so einen Stress habt. Ich hab keinen Stress. Wenn ich stresse, dann sieht das anders aus. Komm, Marc, mach was. So, Quest beenden. Was, mein Inventar ist voll. Was? Ja, deswegen frag dich ja bereits, ob du schon was machen kannst. So, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Kaff. Da. Entschuldigung. Erstmal mal in Kafka. Da könnt ihr beiden dann auch mal euer Inventory. So. Was ist das denn hier? Raucht's ja total. Ich war voll die Rauchvergiftung. Ja, voll. So, ich bin eine dicke, fette Kuh. Ich spring jetzt ins Wasser. Ich bin eine dicke, fette Kuh. Ich spring jetzt ins Wasser. Ich bin dafür, dass man bei den Tauchen ein Zusatzgimmick einführt: nämlich Kuhschubsen. Und liegen bleiben. Genau. Also ehrlich gesagt, ich bin dafür, dass wir die Quest da die überfallene Karawane abgeben. Da drüben und so. Guck mal. Aber ja, aber Marc hat halt keinen Platz mehr frei im Inventar, ne? Ja, und ich werf auch schon die ganze Zeit Sachen weg. Nee, das ist dein Goblin. Ja, der auch. Der tut's mir noch. Mopsi, wenn du dich auf meinem Schoß weiter drehst, dann fällst du runter. Egal. Kleines Mopsgetier. Wir könnten eigentlich pet-mäßig hier den Molten Core wieder aufrufen, oder? Achso, mit Dings, mit Kernhunden. Mit Kernhund und Kieselchen noch. Achso. Da ich ja noch kleinen Raggi draußen hab. Wer schwimmt denn da hinten schon wieder rum? Ach. Ich hab einen Kernhund. Marc, Kieselchen. Und wo zum Geier stehst du? Der ist echt zurückgegangen. Ja, habt ihr doch gesagt. Ja, dann haben wir uns aber umentschieden. Das sagt es mit mehr Ausdruck. Schau doch einfach mal auf die Karte. Nein, zu faul. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Komm, stirbt. Sterbt alle. Sterbi. Sterbi. Imperativ bildet man mit I, du bildungsresistente Intelligenzallergiker. Sterbi. Sterb! Ja, das ist so klasse. Blippchen! Ja. Kurz vor dem Ziel ist mir aufgefallen, Blippchen! Wird bewacht von einem Ledertier! Da. So, kann ich paddeln? Aber Kieselchen nicht. Die Tenku. Die Tenku ist aber nicht hier. Ja. Los, aber zack, zack, die zack, zack ich. Was führt? Ja, Kieselchen hab ich aber nicht. So, neue Quest annehmen. Meine Fresse. Sag bloß, wir müssen schon wieder da hoch. Ich kann kotzen. Gut, wir gehen erstmal ins Dorf zurück. Warum? Erstmal die anderen Quests abgeben, die wir haben. Wir kriegen bestimmt noch neue. Aber ich werde oben. Ja, wir geben trotzdem erstmal die Quests jetzt ab. Komm, jetzt zack ich. Ja, bin ja schon auf dem Weg. Zack, ZZ. Mops, was ist los? Ach komm, Mopsi, geh mal runter. Geh mal zurück ins Wohnzimmer, in dein Körbchen. Ah. Walte deines Amtes. Mir tut der Hintern vom Sitzen weh. Ah. Das ist nicht feierlich. Und Hund, hör auf, mich so anzugucken. Da kommt was du angerannt. Du hast Probleme. Da kommt was angerannt. Wieso bist du schneller als ich? Weil ich ein Mönch bin. Weil er ein Mönch ist und weil er als Standardfähigkeit schon, also der Skill, den er drin hat, schon mal 10% mehr Geschwindigkeit. What the fuck? Ja, klingt da rein. What the fuck? Gibt's ja nicht. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht. Das kann ich auch. Nee, kannst du nicht. Ja, doch, mit. In Katzengestalt habe ich 25% mehr Bewegungstempo. Fick dich.
So, das geht mal ab. Ah, benutzt das Läuterungstotem. Nein, keine Lust. So. Soll schon wieder einen Brunnen säubern. Was ist das? Schulterstücke? Nee, Hände. Geht in Frieden. Nö. War das überhaupt richtig, was ich gemacht habe? Ja. Manu! Ja! Fang! Nein! Doch! Hast du einfach keinen Platz mehr im Inventar? Ja, da hab ich ihn wieder! Und er fliegt und fliegt und fliegt und fliegt! Sucht er etwas? So, gib mir, du musst mal hier Zeug rausschmeißen. Und da ist er wieder! Ding! So, ich könnte ganz ehrlich gesagt hier mal so eine Sonne gebrauchen, ne? So eine was? So eine Kräutertasche, da weiß ich wenigstens, wo mein ganzer Scheiß ist. Na komm, mal Vater mit. Weg, braucht kein Mensch. Das braucht keiner, das auch nicht. So. Dann, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir gerade noch ein paar Tränke. Alle stellen. Mal schön die Altschmie ein bisschen hochtreiben. Hat jemand von euch noch Leinstoff? Ja? Ja, ein bisschen. Was ist denn das für ein Billighändler hier? Ei. Da Händler halt, ja. Ne? Danke. Der Typ kann mich ja nicht mehr in Kirschnerei ausbilden. Danke. What the fuck? Ja, ich bin schon 75. Achso, ja, oh. Das geht ja nicht. Da musst du nach Sunderbluff. Hier kannst du nur immer das Erste erlernen. Wie kann ich euch helfen? Deshalb musst du... Seid gegrüßt. Ne? Aber wir könnten von mir aus erstmal nach Sunderbluff fliegen, oder? Ja, von da aus können wir eh runter gerade den Brunnen säubern. Warte mal kurz, ich muss noch kurz skillen. Du musst noch skillen? Ja, Büro für skillen. Also. Gibt's eigentlich nicht so schönes Waffenschmied. Ledere Büchsemacher. Waffenschmied. Das Richtige für euch. La 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 la. Na kommt! Diese endlosen Weiten vom Mulgor gehen mir echt voll auf die Eier. Ja. Vor allem, weil ich mit meinen fetten Taubenfüßen echt so lahmarschig. So lahmarschig bin. So, flieg mal nach Sunderbluff. Jo. Where things grow happy. Ja. Genau, das nehme ich, will ich auch bald im Angriff nehmen. Wenn wir schon mal jetzt wieder hier am WoW zocken sind, da haben wir auch wieder die Möglichkeiten, den schönen Sketch zu machen. Also ich bin dafür, wir drehen demnächst Big Ed's Ally Steakhouse. Okay. Marc, hast du mit dem Ding was angefangen? Mit dem Dings? Was ich dir gerade gegeben habe, ja. Ja. Ihr hättet einen Umhang mit 15 Rüstungen noch im Angebot. Braucht das auch wer? Nein. Ich habe gerade 12. Also wenn du den gerade so rumliegen hast, würde ich den nehmen. 7 Mal im Inventar. Oh, okay. Also von dem her. Tobi, hast du einen besseren? Was? Nochmal. Umhang. Ich bin gerade überfordert. Da habe ich einen, der ist mit 12 Rüstung. Du willst auch einen? Jetzt habe ich noch welche. Ja, alles her damit. So, ja. Ich hänge mich mal an einen von euch beiden Vollhongs dran. Wartet auf mir! Wartet auf mir! Ja, aber. So. Denn mein Hund verlangt gerade, dass ich ihn mal rauslasse. Ich bin mal gerade AFK. So. Also, bei der ersten schon den Umhang nicht gegen. An den. So. Also, Manu, ich kleb dir an den Fersen. Jo. So, wo jetzt der Tobi weg ist und wir das jetzt übernehmen. Juhu! Hey! Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time.
Hey, ihr könnt mich mal, vergesst nicht, dass ich ein Funk-Headset habe. Achso, da war ja was. Hey, Taschenverkäufer, wichtig. Ich wäre furchtbar zuvorkommend, wenn ihr mich auch zu einem Kräuterfuzzi schleppen könntet. Vielleicht hat der ja eine Kräutertasche für mich. Okay, ich wollte gerade sagen, dass ich was für dich hätte, aber nee, sorry. Ja, folgt mir einfach. Was, hast du es gefunden? Ja. Was für Kräuterkunde-Händler? Also Kräutertaschen. Also auf jeden Fall Dings, bei dem Typen, der Kräuterkunde und so weiter lehrt, muss es doch garantiert einen Händler geben für Kräutertaschen. Ja, hoffe ich. Ja, ich dann. Marc, brauchst du eine Bergbautasche? Nein. Also ne, stimmt, du bist der Schneider und so. Tobi folgt mir noch. Ja, ich bin dir dicht auf den Fersen. Hoffe ich doch zumindest. Ja, ich muss ja gucken, dass du nicht gegen den Pfeiler läufst, während ich hier so ja, die, runter rumlaufe. Die hochintelligente Verfolgungsmechanik. Boah, also hier ist der Kräuterkunde, Erwa. Da ist ja der Taschen. Nein. Vielleicht der Händler für Taschen hat auch keine Taschen für dich. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Mit irgendein Spast hat ja wohl mal Taschen. Ja, es gibt einen Taschenhändler, aber der hat keine Taschen für dich. Ja, das ist zum Kotzen. Dann machen wir es anders. Schlepp mich zum Auktionshaus. Ja, mit welchem Gold willst du dir eine Kräutertasche um 200 Gold kaufen? Was ist die günstigste Tasche, die die anbieten? Ich glaube eine Netherstofftasche um 35 Gold oder so. Ich will ja eine Kräutertasche. Ja, die günstigste Kräutertasche, keine Ahnung. Ich glaube, es ist nur eine drin und das ist die größte und die kostet 200 Gold. Perfekt. Ich rufe hiermit zu Spenden auf. Ja, ich lock dann gleich um. Na. Lass. Da muss ich halt erstmal, muss ich halt mal ohne Kräutertasche erstmal auskommen. Warum? Ist doch voll, ist ja scheißegal, ob ich jetzt umlogge oder nicht. Na, heb dir deine 200 Gold für dich selbst auf. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen, hoffe ich. Wenn mein Hund jetzt endlich mal wieder reinkommen würde, ach. Marc, welche Berufe hast du jetzt? Schneidern und nicht Schneidern. Schneider, du Schneider und Verzauberer, oder was? Genau. Okay, da drüben gibt's eine Verzauberertasche, falls du eine willst. 20 Platz. Auch keine. Sagst du jetzt. Ich hab einen Bergbausack gefunden. Wieso findet ihr für jeden Scheißberuf eine Tasche, nur nicht für meinen? Mein Hund ist wieder da, ja. Behälter. Ja. So, ich kann endlich. 248 Gold, Tobi. What the fuck? Jupp. Wie soll ich das dann bezahlen? So, da bin ich wieder. Bitte. Naja, immer noch besser als die Lederertasche. Was kostet die? 1600. Boah. Das also ist, das ist jetzt, hier. Jetzt ist das noch viel Geld. So, wartet kurz. So, mal kurz hier. Ihr habt doch eh noch Erledigungen zu machen, oder? Ja, ich glaube, wir werden heute in der Folge eh nicht viel mehr reißen. Die sind nämlich schon 5 Minuten vorbei. Oh. Sucht er etwas Bestimmtes? Nee, das ist das Falsche. Hä? Was ist denn ein... Hä? Seid gegrüßt. Was ist denn ein Torsteuerstein? Ein Torsteuerstein? Keine Ahnung. Der Träger dieses Steins wird automatisch transportiert, wenn er sich in die Nähe eines dämonischen Tors seiner Gruppe oder seines Schlachtzugs begibt. Dämonisches Tor? Das ist vom Hexenmeister das neue Dings da, glaube ich. Okay. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Boah. So. Geht mit der Erde. Ah, wie
Ich habe das Recht. Weil im Endeffekt das Gold, das ich mir bis jetzt zusammengespart hatte, sollte eigentlich für einen Wasserschreiter sein, aber scheiß drauf. Na, für das hässliche Vieh. Es geht nur darum, dass ich auf Wasser laufen kann, genau. Um mehr geht's bei dem Ding eigentlich nicht. Und durch das, dass ich jetzt auf der Scheiße. Wie kann ich euch helfen? Ach, wenn das Auslocken nicht immer so lange dauern würde. Boah, ich kann echt kotzen, dass hier kein Mensch so eine scheiß Kräuterkundertasche hat. Kannst ja auch Krimar fliegen und mal schauen, ob die welche haben. Also ich weiß, dass es in Under City sowas gibt. Aufheben. Ja, ist doch scheißegal. Ja, geht schon irgendwie. Da gibt's hier irgendwo einen Blinkkasten. Vorm Auktionator. Vorm Auktionator. Meine ich, hätte schon was gesehen. Hier irgendwo. Ja? Irgendwo hab ich was gesehen. Was ist denn das für ein komisches Auktionshaus? Ei, Horde. Hey, nix gegen Horde, ja? Hab einen gefunden. Da, Tobi, gleich bekommst du deine Kräutertasche. Oh. Ja, danke, mein Bro. Kein Ding. Yeah. Mark? Ja? Stehen bleiben. Oh, okay. Danke. Ich wundere mich, als wer hier so rumschreit. Der Manu hat hier den Padaren rausgeholt. Wuhu! Walte deines Amtes, kauf dir die große Tasche aus Naha oder wie du willst. Amte meines Waldes. Ja, jetzt hast du ein kleines Startbudget bekommen. Ja, danke. So. Willkommensgeld. Willkommensgeld. Ja. Ja. Taschen! Und trotzdem komme ich nicht zu meiner Ledertasche. Verdammt. Warum nicht? Ja, weil das Ding 1600 Gold kostet. What the fuck? Das kann ich mir dann auch nicht leisten. Kochbeutel, Bergbau, Schreibe, Ethanisch in der Verzauberung, Kräutertasche. Such den. Ja. Wir rufen. Die Hyjal Expeditionstasche. Genau, gibt eh nur die 2 da drin. Ja, merk ich schon. Mehr ist es ja noch. So, Brief fassen, wo war das Ding? Wo ist denn? Da tanzt eine Kuh vorbei. Wo sie tanzt? Ach, da. Weiter, geradeaus. Rechts. Rechts. Rechts! Wir sind rechts! Weiter rechts! Also. Zurück! Links! Geradeaus! Du darfst! Und da! Ja! Gut! So, habe ich Kräutertasche. Sehr cool. Ja, meine. Okay, jetzt weiß ich aber, warum das die scheiß Kräutertasche so teuer ist. Warum? Weil die aus 7 prächtigen Belgern besteht und ein prächtiger Balk kostet 170 Gold. Kostet 1 Gold. 170 Gold, ja. Leider. 650! 650, so den. Den wollen wir ja noch anlegen. Tobi, weißt du das noch zufällig? Weißt du, prächtige Balk, ist das Cutter oder. Prächtiger ist das Balk? Da das hier eine Hyjal-Expeditionstasche ist, ist der prächtige Balk Cutter. Das heißt, die ist noch vom. Vorgestern quasi. Nee. Uncool. So, wir haben rein theoretisch gesehen unser Folgenende erreicht. Wollen wir uns eine schöne Schlussposition suchen? Oder verteilen wir uns. Auch schon eine. Ja, du. Auch schon eine. So, dann stellen wir uns einfach nur davor. Tanzen mit. So, da beenden wir die Folge so, wie wir sie begonnen haben, nämlich tanzend. Und heute haben wir nicht besonders viel gerissen. Dafür. Nee, irgendwie nicht. Nächstes Mal wird's definitiv besser. Suche nach der heiligen Tasche. Genau, die Suche nach der heiligen Tasche. Also dementsprechend, es verabschieden sich für diesmal wieder die Verbliebenen, der Metzel, der Manu und der Marc. Und wir sehen uns mit Peanut Butter Jelly Time in der nächsten Folge. Bis dahin. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Yeah.